Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von eBakery, die Agentur für Online-Händler. Oftmals bekommen wir die Frage gestellt, wenn man jetzt SEO-Maßnahmen in Angriff nehmen würde, wie lange würde es dauern, bis man erste Erfolge sieht? Laut Google 4-12 Monate. Da das eine sehr schwammige Antwort ist und das Video ansonsten damit schon beendet wäre, schauen wir uns in diesem Tutorial an, wovon das denn nun abhängt. Wenn euch das Video gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben und für mehr Content in dem Bereich ein Abo da. Zuerst einmal muss ein Ziel definiert werden. Was die meisten Menschen anstreben, ist die sprichwörtlich betitelte eierlegende Wollmilchsau, also mit der Seite für alles zu ranken. Das ist theoretisch möglich, praktisch für die meisten aber nicht umsetzbar. Denn das kostet entweder Zeit oder immens Geld. Deshalb sollte man nicht blind loslegen, sondern eine Strategie entwickeln. Was macht am meisten Sinn? Klar ist es schön, mit dem Keyword Änderungsschneiderei beispielsweise zu ranken, aber der Suchbegriff ist schon sehr generisch. Vielleicht wäre es für euch besser, lokales SEO zu betreiben, also eher auf das Longtail-Keyword Änderungsschneiderei Karlsruhe zu gehen. Wir können beides ja mal miteinander vergleichen. Änderungsschneiderei hat 1,5 Millionen Ergebnisse, wohingegen Änderungsschneiderei Karlsruhe nur gut 60.000 Ergebnisse anzeigt. Das bedeutet für euch deutlich weniger Wettbewerb und damit auch eine höhere Chance, schnellere Ergebnisse zu erzielen. Dann ist die Website an sich ein nicht von der Hand zu weisender Faktor. Wie ihr diese optimieren könnt, könnt ihr unserer SEO-Playlist entnehmen. Das heißt, sind eure Seiten erst einmal indexiert? Denn immer wieder gibt es Seiten, die fälschlicherweise per Non-Index-Tag oder in der robots.txt von Suchmaschinen ausgeschlossen werden. Aber gehen wir mal davon aus, ihr habt alles beachtet, was es SEO-technisch zu beachten gilt, dann kann auch das Alter der Seite eine Rolle spielen. Webseiten, die schon sehr lange im Index von Google sind, haben deutliche Vorteile gegenüber Seiten, die neu ins Leben gerufen werden. Ältere Webseiten genießen einen Vertrauensbonus, also Trust, und werden von der Suchmaschine als seriöser eingestuft. Das bedeutet, dass Seiten mit langjähriger Domain oftmals schneller zu SEO-Erfolgen kommen als Seiten, die komplett neu im Google-Index sind. Webseiten, die bereits gute Inhalte besitzen, können oftmals schneller SEO-Erfolge erzielen als Seiten, die den Content komplett neu aufbauen müssen. Dazu kommt, dass es auch immer eine Zeit dauern kann, bis der Googlebot eure Seiteninhalte erneut crawlt. Man kann das zwar manuell über die Konsole anstoßen, das sollte aber nicht so häufig passieren. Wenn ihr dabei Hilfe benötigt, geht gerne auf unsere Agenturseite oben rechts und vereinbart einen Termin mit unseren SEO-Experten. Der nächste Punkt ist die Manpower. SEO ist in der Regel kein Ein-Mann-Vorhaben. Ihr benötigt Texter, Designer, Videografen, Fotografen, Marketingkonzepte, Conversion-Optimierer, Backlink-Strategen und. Das kann eine Person schon handeln, dann ist der Outcome aber dementsprechend gering. Denn es ist schon was Wahres dran an dem Leitspruch Content is King. Je mehr Content ihr zu bieten habt, desto stärker ist eure SEO-Kraft. Klar, nicht nur die Quantität ist entscheidend, sondern auch die Qualität. Doch mit einem 20-köpfigen Team kann man mehr bewerkstelligen als vielleicht nur mit einem 3-köpfigen Team. Was mitunter der Grund ist, wieso viele Firmen SEO an Agenturen auslagern. Diese haben sich darauf spezialisiert, arbeiten effizienter und wissen, was gefordert ist. Das heißt zusammengefasst, es hängt von eurem Setting ab, wie schnell Ergebnisse sichtbar werden. Habt ihr eine einwandfreie Webseite, bei der schon von Grund auf SEO geachtet wurde, sucht euch dazu realistische Keywords aus und setzt auf eine Agentur mit Know-how, dann werden Ergebnisse vermutlich eher in den von Google angegebenen 4 Monaten ersichtlich werden, statt nach über einem Jahr. Das mag sich für euch vielleicht jetzt ernüchternd anhören, weil es sehr viel Arbeit bedarf, aber betrachtet das doch mal aus einer anderen Perspektive. So gut wie jeder Sportler, Künstler oder Unternehmer, der als erfolgreich angesehen wird, hat diesen Erfolg nicht innerhalb von Tagen aufgebaut. Gut Ding will nun mal Weile haben. Deshalb seht die Suchmaschinenoptimierung eures Shops, eurer Website oder eures Blogs weniger als Sprint an, sondern mehr wie einen Marathon. Kurzfristige Abkürzungen fallen euch auf lange Sicht auf die Füße. Dafür bleibt der etablierte Erfolg aber und lohnt sich. Denn Webseiten, die schon über mehrere Jahre suchmaschinenoptimiert sind, können von neuen Wettbewerbern nur sehr schwer wieder verdrängt werden. Langfristig also eine sehr gute Investition. Sollte es eurerseits noch SEO-Fragen geben, schreibt uns einen Kommentar. Ansonsten freuen wir uns auf eure Terminanfragen. Der Link befindet sich wie gesagt oben rechts. Wir hören uns dann morgen wieder. Macht es gut. Euer eBakery-Team.